ganz kurz, Leute, bevor wir starten. Das Video, das ihr jetzt gleich seht, ist das letzte Video im November. Und ab Dezember, Freunde, geht es los. Der Weihnachten-Adventskalender. Was genau es damit auf sich hat, sage ich euch am Ende. Es wird verrückt, actionreich und es wird natürlich weihnachtlich, Freunde. Daher, vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Tretet dem Team Müll nun also schon mal bei, wenn ihr Bock auf einen geilen Dezember habt. Aber nun erstmal viel Spaß mit... What up and welcome, Freunde. Herzlich willkommen zu diesem weiteren Pimp My Video. Heute wird die Villa auf das maximalste Level des Maximalus gebracht. Malik, was halten Sie davon? Sehr viel, sehr viel. Gut. Ui, Rocket ist direkt auf den Aufzug draufgestiegen. Sehen Sie das? Sehen Sie eine Sensation? Malik, halten Sie die Kamera drauf. Oh mein Gott, sehen Sie das? Ist ein Rocket, Rocket, ist ein Rocket. Rocket auf dem Aufzug. Und Doc ist hier hinten am Pennen. Man glaubt es kaum. Bro, ich verstehe Katzen nicht. Was ist mit deren Körpern los, Alter? Wie kann die so sein? Der hat aber keine Knochen. Das ist so ein Blob. Kompletter Blob, Alter. Best Dog in the World, sag ich da nur. Ja, Mann. Gut, man kann sich abschalten. Ja, der absolute Genuss ist für die Katzen auf jeden Fall vorhanden mit dieser Villa. Ja, Mann. Falls ihr die letzte Episode verpasst habt, wir haben diesen Aufzug hier gebaut. Einen elektronischen Aufzug, in dem die Katzen elektrisch nach oben fahren können. Kurzer Einspieler. Und heute wollen wir einfach noch 25 Klingen drauflegen, Leute. Ich glaube, ihr könnt alle lesen, ja? Der Titel sagt es. Heute bauen wir ein fucking Kino in unsere Katzenvilla. Und zwar haben wir uns da berieseln lassen beim Crispirus Robus, der kurz ein Kino in seine richtige, reale Wohnung gebaut hat. Das Gute ist auch, Robertus Robus in Personus. Gut. Wird heute Abend auch hier eintreffen oder vielleicht morgen früh. Mit keinem geringeren als Fridolini, dem ultimativen Team Bro Dog. Genau, Frieda wird zu Besuch kommen, weil wir nämlich auch ein Versprechen abgegeben haben. Und zwar wollen wir ein kleines Gästezimmer für Frieda bauen, um das kleine Stückchen Frieden, was auch in dem Team Bro vs. Team Will Universum herrscht, ein bisschen hervorzuheben. Bis hier. Frieda Frieden. Enrico, auf die Jungs, auf die Geil. Gut. Während der da hinten schon gut am Hustlieren ist, Leute, denn heute sind wir mal ganz vorbildlich unterwegs. Normalerweise beginnt das Ganze ja immer so, wir sagen, oh, jetzt gehen wir erstmal einkaufen. Aber nein, heute sind wir vorbereitet. Wir sind präpariert. Denn der Einkauf fand schon gestern statt. Leute, wir nehmen jetzt erstmal ein Stück Zeit, schieben es zurück und das Time Travel beginnt nun. Okay, wir haben es in die Vergangenheit geschafft, Leute. Wir sind jetzt hier gerade einkaufen, beziehungsweise ich alleine. Und zwar, dieser Katzenbaum erscheint mir doch nice. Noch eine weitere Sache, die bei Drop immer perfekt funktioniert, ist, wenn er sich aufteilt und die Jungs dann in den Baumarkt gehen, um schon mal die harten Sachen zu holen. Und so haben wir es heute auch gemacht. Ich frage mich, was die Jungs so tun. So, jetzt noch eine Leiter. Malik? Was machen Sie denn hier? Junge, ich wohne hier, hä? Tut mir leid, dass ich Sie gestört habe. Immer raus aus meinem Haus, hä? Okay. Und zurück in die Gegenwart, Leute. Jetzt geht's natürlich darum, wie bauen wir dieses Kino denn genau da rein? Malik, fehlen Sie mal bitte hier rein. Also, vorne. Wir sehen jetzt da drin den noch sehr unberührten Innenbereich. Und diese gesamte Area da unten soll unser Kino werden. Der Plan ist natürlich, dass wir Crispy Robs Kino so ein bisschen parodieren. Und die elementaren Stücke seines Kinos waren einmal die knallroten Sitze, die er drin hatte. Beziehungsweise hat der knallrote Vorhang und natürlich die Kinoleinwand selber und ein Beamer, liebe Freunde. Das ist nicht jedes Kino? Schütteln Sie um, sag ich da nur. Cool. Gut. Die Vision ist auf jeden Fall die, dass die Katzen genau hier unten chillen können und dann dort in die Richtung den Kinofilm genießen können. Zum Thema Kinofilm übrigens, Leute. Endlich kann ich euch sagen, wie der Film heißt, in dem ich mitspielen werde. Und zwar heißt der Misfit. Misfit, liebe Freunde, kommt im März in die Kinos und ich spiele den Vloggierer, ja? Ich steppe mit meiner Kamera frohlockend durch den Film. Das ist keine Kamera. Den werden die Katzen sich dann da drin natürlich auch im März gönnen können. Rhymes. Und nun ist der allererste Step nach dem Einkaufen, die fluffigen Sessel für die Katzen zu bauen, dass sie auch chillen können. Da ist der Enrico auf jeden Fall schon dabei. Enrico, haben Sie eine kleine, aber feine Montage für uns? Yippie, ja, yippie, ey. Man hängt gar nicht. Holy shit, kommt jetzt. Das könnte nämlich der Biamo sein. Ist das vielleicht Amazon? Hallo? Guten Tag. Paket? Das ist ja wirklich erfreulich. Komm so hoch. Bob! Ich verstecke mich. Bin ich gut versteckt? Definitiv. Wie wär's, wenn Sie von da filmen? Moin! Heute gibt's ein kleines Paketchen für uns, liebe Freunde. Ich danke Ihnen recht herzlich. Ich muss Sie noch unterscheiden. Die Autogramme werden verteilt, Leute. Fanlove ist real. Okay. Dann Finger einfach. Ja. Hightech, Leute. Sie haben das Glück. Sie haben es in einem YouTube-Video geschafft. Wollen Sie einen Gruß raushauen? Hallo. I am the one, the one, your son! Der Gruß wurde gedroppt. Hallo? Hallo. Ciao. Gerne, gerne. Vielen, vielen Dank. Ja! Ich hatte so Schiss, dass es nicht mehr antworten wollte. Endlich! Ja! Leute, unser zweiter Plan, wir bauen nämlich nicht nur ein Kino, sondern wir wollen auch eine Sprossenwand in diesen zweiten Turm reinbauen, dass die Katzen da nach oben klimmen können. Der Beamer! Boah, ich bin auf jeden Fall ultra excited. Das ist einfach so ein kleiner Mini-Beamer, den wir da drin aufhängen können, der dann quasi die Kinoleine dahin projizieren wird. Der Beamer. Unboxing. Und. Satisfying Moment. Ja, gleich. Alter. Geht durch diesen nice kleinen Beamer. So. Und das hier ist ein Alter. Krass, Mann. Guck mal, wie sie sich anfühlen. Die fühlen sich wirklich an wie so komplett echte Kletterwandstückchen. Alter, geil. Wir können die einfach mal direkt anfangen. Nico, ich eile ihn zur Hilfe. Perfekt. Festhalten. Ich hab Schlagen verstanden. Festhalten, Sommer. Malik, sie auch.
1 Alpha. So, dann bauen wir mal das direkt ein. Die Lehnen müssen noch dran stehen. Ui, die Handlehnen, wurden vergessen. Ist kein Problem. Mein Kusshand. Und schubidibubi. Schon. Boah, krank! Das ist geil. Digga, das ist die beste Couch für Katzen, die ich je gesehen habe. Boah, direkt mal testen. Ui, die Celebration is real. Jetzt kackt er da so drauf. Alter, man kann ja nicht abschalten, dass hier die wahre Liebe am Start ist. So, dann tun wir ihn mal direkt zur Kinovorstellung bringen. Ah, guck mal, da kommen wir auch zu Gast. Wir haben es eigentlich extra so konzipiert, dass es für beide zusammenpasst. Schauen wir mal. So, Freunde, Party geht hier los. Okay, Doc hat keinen Bock. Dafür ist Rock dann umso nicer. Let's go in the house. Whee! Tuck, tuck, tuck. Ah ja, jetzt will er doch. Jetzt hat er gesehen, was der wahre Value hier ist. So, jetzt muss ich mich selber hier reinbegeben, um das Ganze letztendlich zu installieren. Okay, Doc, dich muss ich da jetzt wegbitten, du bist im Weg. Och man, jetzt ist wieder richtig gut Dog-Modus. Hi Dog. Dog, bitte, räumen Sie die Baustelle. Boah, Digga, mein perfektes Einpass. Rocket genießt einfach voll. Dog, Sie sind im Weg. Dog, wir müssen da weggehen. Sie sind im Weg. Oh, süß. Alter, Leute, warte mal, ich hätte mir nicht vorstellen können, wie krass er das einfach direkt annimmt. Digga, er enjoyt sein Leben, Alter, und Dog steht uns nur im Wege. Dog, guck mich nicht so an, du musst da weg. Er gibt keinen Fink. Er gibt null Fink. Er gibt einfach keinen Fink. Er gibt einfach nicht weg. Sits in place perfectly. Nice. Oh, komm raus. Oh. Ja. Okay, das war schon mal ein Success. Und die dritte Sache, Leute, richtig gehört, die dritte Sache, die wir in die Villa einbauen werden, neben dem Kletterbaum und neben dem Kino, hat etwas mit diesem Kreis zu tun. Was genau es mit diesem Kreis aber auf sich hat, wird eine Überraschung für den Robus. Also bleibt auf jeden Fall dran und bleibt wachsam. Für alle, das brechen wir diesen Kreis jetzt hier raus. Den legen wir jetzt erstmal für die Überraschung beiseite und bauen jetzt erstmal das Kino fertig. Wer hätte gedacht, Leute? Also mittlerweile wieder sogar so spät, dass mein Handy leer ist, Leute. Es ist irgendwie 1 oder 2 Uhr nachts. Aber wir sind weit gekommen, Leute. Gebt euch schon mal diesen sexy Look hier. Hier hinter befindet sich der sexyste Kletterturm der gesamten Katzenära. Das Kino und alles andere ist auch kurz davor, vollendet zu werden. Alec, ich glaube, wir haben es verdient, eine Runde zu sleepen, oder? Okay. Und vor allem, ihr habt es verdient, nun den Porn der Porns, diese ganze Villa zu bekommen. Ja, Part 2 des Pimpens. Im Battle gegen Crispirus Robus, der danach vorbeikommen wird. Malek, ich würde sagen, roll the clip. Okay. So, die letzte Sache, die im Kino nicht fehlen darf, ist natürlich das Popcorn, Leute. Und Dog ist direkt schon am Start. Jetzt ist natürlich Zeit, dass die Katzen sich zum ersten Mal einen kleinen Film gönnen. Dafür tun wir erstmal unsere Fake-Katzen weg und die richtigen Katzen können reinkommen. Direkt wird das Popcorn verspeist. Und wir müssen es jetzt irgendwie hinbekommen, hier etwas auf diesen Beamer zu bekommen. Ah, perfekt. Hier können wir schon mal auf YouTube gehen. Und by the way, Leute, viele von euch schreiben ja immer, dass es unfair ist, dass Rocket irgendwie mehr im Vordergrund steht und irgendwie bevorzugt wird und wir Dog nicht lieb haben. Deshalb heute der ultimative Ausgleich. Und zwar auf dem Napp steht offiziell Good Dog. Tschüss. Ah, Good Doggy 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 Dog. Gleichberechtigung für alle, liebe Freunde. Und jetzt haben wir YouTube auch zum Laufen bekommen. Kiddies, das heutige Kinoprogramm, die krasseste Katzenvilla der Welt. Könnt ihr fassen, dass jemand so eine krasse Katzenvilla baut hier, wie das da? Überzeugt euch selbst. So, Freunde, wie hat Ihnen die Vorstellung gefallen? Wie man sehen kann, er ist bequem am Chillen. Das ist die Dankbarkeit. Eine Sache, die wir leider vergessen haben, ist, wir haben einen Tierarzttermin in 20 Minuten mit den Katzen. Das heißt, wir müssen die jetzt wegbringen und leider bedeutet das auch, dass wenn Robus gleich mit Frieda vorbeikommt, erstmal kein Zusammentreffen der Tiere stattfinden wird. Aber das rennt uns nicht weg, Freunde. Abonniert auf jeden Fall den Kanal. Denn im Dezember wird es hier ultimativ abgehen. Ich glaube, das erste Aufeinandertreffen von Frieda und den Cats könnte möglicherweise extrem crazy ablaufen. Malik, können wir ja was Kleines vorbereiten. Aber jetzt wird es erstmal Zeit, das Ganze hier Crispirus Robus zu zeigen. Und für euch geht's jetzt zum Doktor, okay? Let's go. Okay, Freunde, Robus hat gesagt, dass er in ungefähr 5 Minuten da ist. Bin gespannt, was er zu unserem Kino sagt. Moin! Hallo? Hallo. Hallo, Frieda! Alter, erste Mal Frieda in der TV-Wohnung, oder? Stimmt! Nee, warte, beim Prankball sind wir dabei, oder? Nee. Ich meine, es ist ein Video gesehen. Okay, erstmal. Ey, ich war gerade einfach beim Zahnarzt. Aber jetzt die andere Geschichte hast du gelernt, oder? Ja, Mann. Ja, Mann. Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Hallo. Was geht? Was geht? Freunde, wir haben aufgerüstet. So, Frieda, Rob, Peter, T-Rex. Seid ihr bereit für die kleine Präsentation? Let's go, let's go. Okay, also.
Ja, ja, eure Villa komplett auf InDesign gesetzt. True. Dann dachten wir, okay, wir müssen auf jeden Fall auch ein krasses Innenleben für unsere Villa schaffen. Okay. Aber wir dachten, die Katzen, die brauchen nicht so einen normalen Wohnbereich, sondern die brauchen was Krasses. Okay. Und letztendlich haben wir jetzt sogar ein Stück weit bei euch inspirieren lassen. Und zwar haben wir für unsere Katzen einfach ein Kino gebaut. Wie? Wir haben einfach ein komplettes Kino hier reingebaut. Wenn ihr da reinschaut, ja, seht ihr die ultimative Leinwand. Oh, hä? Ist das eine echte Leinwand? Das ist eine echte Leinwand mit einem echten Beamer. Wenn ihr von hier oben reinschaut. Hier ist quasi dieser Beamerkasten, wo quasi immer das Technikteam sitzt. Dann ist hier der Beamer, der strahlt dann hier einfach durch. Und hier haben wir die ultimative Couchsessel. Habt ihr den Beamer extra dafür gekauft? Ja. Krass. Hightech, Leute. Zu Ehren mal ein Crispy Rob Video. So, ja, was ist denn das? Lol. Ja. Erstmal Werbung. Geil. So, ultimativer Kino, Surround Sound mit der krassen Leinwand. Das ist echt geil. Dann haben wir eine kleine Popcornmaschine. Und ihr habt den Aufzug noch gar nicht gesehen. Nee, wo ist euch diesen Aufzug. Hä? Ist das so das Ding von den Jalousien? Ja, genau. Ach, krass. Das ist einfach so ein Rollanschick. Das ist echt geil. Hightech. Sollen wir mal Frieda reinsetzen? Glaubst du, sie wird sich freuen? Lass es versuchen. Okay. Okay. Ein rundes Abenteuer. Das ist echt schon eng. Warte. Immer so, no, please, no. Sie kann es auch von hinten versuchen reinzugehen. Ah, das ist auch nochmal ein Hintereingang. Ja. Nein, gucke. Soll ich da sitzen? Sie ist eher interessiert an dem Katzenfutter. Du hast dieses Katzenfutter? Ja. Echt? Letztendlich steht auf dem Map auch Good Dog drauf, also von dem her ist vielleicht verwirrt. Feiert das Kino mehr als den Aufzug. Das Kino ist natürlich auch echt geil, muss man sagen. Uns Kino ist die von euch gewohnt, von dem her ist es auch verständlich. Philippe, was sagst du zu unserer technischen Konstruktion das, hier? Das ist hast echt gut, hast du gut umgesetzt. Oh, Hightech. Ja, Mann. Echt gut. Das ist echt Killer, krass. Digga. Wo fährt der Aufzug eigentlich hin? Ach, der Aufzug, der fährt auf die obere Etage. Guck, wir haben hier oben quasi noch eine zweite Etage, wo die Katzen chillen können. Ah. So, und eine ganz besondere Sache habt ihr bei euch auch noch eingebaut, und zwar ein Hubschrauberlandeplatz. Im Prinzip habt ihr einen Kreis mit einem Haar auf eure Garage gemalt. Der Hubschrauber kommt noch, Freunde! Wir sind ein ganzes Stück weiter, wir hatten ja schon die Rocket. Ja. Das Einzige, was wir nicht hatten, ist ein Rocket-Landeplatz, beziehungsweise ein Rocket-Launchpad. Das Ganze haben wir natürlich nachgerüstet. Jetzt kommt's. Die Rauchmaschine wurde installiert, liebe Freunde. Alter, krank. Hightech. Gebt ihr, wie das gerade aussieht einfach. Alter, wenn hier nicht Elon Musk am Start war, dann weiß ich auch nicht. Und die ultimative Rocket-Landeform, wir haben es auch geschafft, ein R hier drauf zu kleben. Die sieht echt geil aus. Thank you, man. Aber auch, nur drauf. Ja. Passiert. Okay, die Rocket wurde gelauncht. Das heißt, die Bombe wurde fast schon gezündet. Aber Frieda hat das Katzenfutter gegessen. Das Katzenfutter stinkt echt mies, also. Immer wenn ich abends penne, so, dann kommen die zu meinem Bett und haben die Zeug gefressen. Ich denke so. Gib dir mal lieber Hundefutter. Aber ich habe ja in deinem Video eine kleine Versprechung gemacht. Was war das denn? Hatte was mit Frieda zu tun. Ach ja, ein Hotelzimmer für Frieda. Richtig, und jetzt fragt ihr euch vielleicht so, Ich hatte mich das schon ganz am Anfang gefragt, wo das hin ist. Tja, vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass wir hier neben unserer Villa, direkt unter dem Team Bro stinkt, eine kleine, aber feine Surprise haben. Seid ihr bereit für Friedas Gästezimmer? Jetzt kommt's. Oh, yeah. Geil! Die Mini-Villa, Frieda! Guck mal, Frieda, die ist zu Hause, nur klein! Sie reagiert genau gleich wie bei deiner Villa! Ich finde die echt geil. Also das Witzige ist, dass die genauso wirkt wie bei uns. Das war genau unser Ziel. Wir haben uns übelst die Mühe gegeben. Ich habe so dein Video angeguckt und so genau einfach diese Schrift die nachgemacht. Typo, ja, Mann. Ja, genau. Ja. Und, warte mal, das war nicht die letzte Überraschung. Und zwar, wenn wir hier mal einen Blick nach innen begeben, Leute, haben wir einmal... Oh, dieselbe Tapete. 1:1 dieselbe Tapete. Und wir haben da ein Bild ein bisschen verändert. Das ist echt geil. Ja, hast du das einfach drauf gefotoshoppt? Ja, so voll auf Willow. So. Wo habt ihr die Tapete gefunden? Tja, da haben wir uns ein bisschen informiert. Einen kleinen Spitzel, lieber Philippe. Vielen Dank für diese kleine, aber feine Info. Ich werde jedes Mal in den Dreck ziehen. Die Villa schenke ich euch offiziell. Könnt ihr natürlich gerne mitnehmen. Wir können es aber auch dazu entscheiden. Ich frag die kleine Villa auf die große Villa. Ja, Mann. Voll cool. Ist eine geile Idee. Ja, Mann. Dann hat sie quasi das Gästezimmer direkt bei sich. Das macht Sinn. Ja, das war unsere Pimp My Villa Part 2 Edition. Mit Aufzug, mit Kino, mit Nebelscheinwerfer, mit Rocket Launchpad, mit allem, was man in einer heftigen Team Will Katzenvilla braucht. Ja, Robus, jetzt liegt das los bei Ihnen. Wo soll das enden? Digga, bald bauen wir einfach so einen Burj Khalifa so. Das erste Einkaufszentrum von Frieda. Wir eröffnen ein Gucci-Store in unserer Villa. Ja, okay, ich muss mir echt was überlegen. Bin gespannt. Aber bin gespannt. Wir wollen ja noch einen Pool bauen. Ui, ein Pool, das ist natürlich echt eine geile Sache so. Und was bei uns halt noch komplett fehlt, ist ein Fahrzeug. So. Wir haben ein Flugzeug. Stimmt. Ja, stimmt, ihr braucht ein Auto. Das stimmt. Weißt du, was geil wäre? Ein Rennen zwischen Frieda und Rocket. Auch nicht schlecht. Ja, Mann. Okay, es gibt auf jeden Fall viele Sachen, die wir machen können. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Leute, für die ganzen Kommentare von euch. Ihr speist diese ganze Extrabelle hier natürlich an. Schreibt auf jeden Fall weiterhin fleißig Kommentare, damit wir eventuell noch 1, 2, 3, 4 oder 5 mal Videos drehen können. Nun gut, dieses eine Battle wäre auf jeden Fall in der nächsten Runde. Team Bro vs. Team Will. Pranks oder wie? Stimmt.
Was? Warten Sie es ab. Ja, wie gesagt, Freunde, 1. Dezember steht bevor. Der Weihnachten-Adventskalender wird kommen. Wer weiß, wie groß dieser Adventskalender wird. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Lasst euch überraschen. Am 1. Dezember wird was kommen. Und damit wird auch ein absolut verrückter Dezember losgehen, Freunde. Einige Überraschungen haben wir vorbereitet hier beim Team Will. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal unten in der Kommentarbox raten, was so passieren wird und was so auf euch zukommt und was wir eventuell abonnieren.